Im letzten Video haben wir uns ja mit dem Verknüpfen von Tabellen beschäftigt, also wie wir zwei Tabellen miteinander vereinigen können, die Daten, die in den Tabellen gespeichert sind, zusammenführen können, damit dann Berechnungen machen können. Jetzt in diesem Video möchte ich mich dann noch mit dem letzten Schritt beschäftigen, nämlich mit solchen sogenannten Subqueries, also das heißt, dass man Bedingungen bei der Abfrage an Unterbedingungen knüpfen kann. Und dann wollen wir uns auch noch die Views angucken, im Deutschen Ansichten, dass man ja, in Anführungszeichen so temporäre Tabellen anlegen kann, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Das heißt, dass man dann quasi sein Select-Ergebnis abspeichern kann. Wir steigen ein. Hier nochmal der Inhalt unserer Tabelle Länder mit der ID, dem Namen der Energiesysteme, also Photovoltaik und Windenergie. Wir haben den Namen des Landes, den Kontinent, den Nutzungsgrad in Prozent. Und dann die Stromgestehungskosten in Euro pro Kilowattstunde für diese verschiedenen Energiesysteme. Jetzt wollen wir Folgendes machen. Ich möchte jetzt nur die Länder-IDs und den Ländernamen haben von Ländern, die nicht in Asien sind. Das heißt also, Japan fliegt in diesem Fall raus, weil das jetzt ein Land ist auf dem Kontinent Asien. Und wir halten dann diese IDs 1, 3, 1, 2, 3, 5. Japan mit der ID 4 fällt raus. Und jetzt möchte ich Folgendes machen. Jetzt möchte ich aus meinem Energiesystemen nur die Informationen bekommen, bei denen diese Bedingung erfüllt ist. Das heißt also, das hier soll quasi eine Voraussetzung sein in einer Where-Bedingung. Wie sieht das aus? Also selektiere mir alles aus der Tabelle Energiesysteme. Das kennen wir schon. Aber jetzt habe ich folgende Bedingung, bei der die Land-ID, das ist also die Definition, in welchem Land befinden wir uns, folgende Bedingung erfüllt. Dann sehen wir hier, ich habe jetzt hier eine sogenannte Subquery. Das heißt also, ich habe jetzt hier definiert unsere vorherige Abfrage, Select Land-ID, also nur die ID, aus der Tabelle Länder, bei denen der Kontinent nicht Asien ist. Das heißt, hier kriege ich ja, wenn ich das hier alleine ausführe, bekomme ich natürlich nur die ID, das ist jetzt eine Liste. Ich könnte jetzt hier noch sagen, dass er hier, damit hier diese IDs nur einmal auftauchen, gibt es noch dieses Schlüsselwort Distinct. Distinct reduziert mir redundante oder doppelte oder mehrfach vorkommende Einträge. Das ist ja der Vorteil von diesem Keyword Distinct. Und ich kann jetzt also diese Subquery machen. Das heißt also, die wir gerade schon gesehen haben. Hier haben wir unseren Select. Ich kriege die Liste, das Ergebnis mit den Einträgen der Land-ID. Und ich möchte jetzt aus der Tabelle Energiesysteme nur die Länder selektieren, bei der die ID aus diesem Subquery kommt. Was passiert? Ich erhalte nur die Länder 1, 2, 3, alle Einträge aus Deutschland. Ich habe den Eintrag 2 und den Eintrag mit der Land-ID 3. 4 fehlt Japan. 5 fehlt deswegen, weil wir gar keine Anträge haben in der Tabelle Energiesysteme aus Großbritannien. Das ist also der Grund, warum ich aus Großbritannien noch ergänzt habe. Das heißt also, mit diesem Subquery kann ich also Unterabfragen generieren, die uns dabei helfen, ja, unsere Auswahl noch so ein bisschen zu einzuschränken, zu spezifizieren. Machen wir noch ein anderes Beispiel. Wir selektieren jetzt die mittlere installierte Leistung aller Photovoltaiksysteme. Da kommt dann raus 67,345 Gigawatt. Das ist die mittlere Leistung aller Energiesysteme. Wir können uns auch das einmal angucken, wo das herkommt. Das sind jetzt in den vier Ländern, die wir haben, jeweils die installierte Leistung und der Durchschnitt, den haben wir jetzt gerade eben gesehen. So, und das möchte ich jetzt entsprechend auch einschränken oder als Subquery nutzen. Also, wir sortieren wieder. Was will ich jetzt? Ich möchte den Systemnamen, die Land-ID und die installierte Leistung haben aus der Tabelle Energiesysteme und habe jetzt meine Where-Bedingung mit einem Subquery. Und zwar doppelt, nämlich einmal, das ist meine erste Where-Bedingung. Er soll mir nur diese installierte Leistung in Gigawatt
selektieren oder die Einträge selektieren, bei denen die installierte Leistung größer ist als die mittlere. Wir haben es ja gerade gesehen, die mittlere Leistung. Und ich möchte nur die Einträge aus der Tabelle Energiesysteme haben, bei denen die installierte Leistung größer als der Mittelwert ist. Und ich möchte auch nur die Photovoltaiksysteme selektieren und nicht noch die Windenergie, weil das passt ja nicht. Also eine etwas verschachtelte Where-Bedingung. Entscheidend ist jetzt hier dieser Subquery, dass ich verlange, die installierte Leistung muss größer sein als der Durchschnitt der installierten Leistung aller PV-Systeme. Lassen wir das laufen und stellen fest, er hat nur zwei Einträge, nämlich Inland 2 und 4. Da haben wir nämlich 120 und 74 Gigawatt. Was wir jetzt noch machen könnten, ist, wir könnten mal uns ein Join generieren, was dann die Land-ID übersetzt in den Landnamen. Aber das ist jetzt die Bedingung. Warum hat es gerade nicht geklappt? Weil ich jetzt gerade so ein Teil nur markiert hatte. Das mag der Datenbankbrowser hier nicht. Also was haben wir jetzt gemacht? Wir haben die Bedingung definiert. Selektiere mir alle Systeme aus der Tabelle Energiesysteme, bei der die Leistung größer ist als die mittlere installierte Leistung. Machen wir noch ein letztes Beispiel zu diesen Subqueries. Auch da sortieren wir wieder und sehen, jetzt wird es langsam etwas wild. Aber im Prinzip das, was wir wollten, nämlich wir wollen die Land-ID nochmal übersetzen. Was müssen wir da machen? Also Select Distinct, weil wir sonst doppelte Einträge bekommen, deswegen dieses Keyword Distinct aus der Tabelle Energiesysteme. Ich möchte jetzt die Ländertabelle noch darauf joinen, also verknüpfen, damit ich nämlich hier oben den Namen des Landes habe und nicht wie hier bisher die Land-ID. Hier unten dann die Where-Bedingung ist immer noch die gleiche. Ich habe hier einmal die installierte Leistung als Subquery und der Systemname ist Photovoltaik. Und wenn wir das jetzt laufen lassen, sehen wir, wir haben jetzt hier USA und Japan, Deutschland und Frankreich fehlen, Großbritannien sowieso, da haben wir ja gar keine Angaben, aber USA und Japan haben mehr als die mittlere Leistung. Frankreich und Deutschland fallen in diesem Fall aus unserem Select entsprechend heraus. Das heißt also mit diesen Subqueries, ne, da kann man sich vorher immer noch mal einmal prüfen, was ist der Wert, was selektiere ich, ist das überhaupt das Richtige, was ich selektieren möchte, und kann dann schon etwas fortgeschritten über dieses Join auch noch die beiden Tabellen verknüpfen, um dann die Informationen zu bekommen, nämlich wie viel Photovoltaik habe ich in den Ländern installiert, in denen mehr als der Durchschnittswert installiert ist. Das ist jetzt die Bedingung, die wir geschaffen haben. Da muss man, wie gesagt, noch ein bisschen mitarbeiten. Letztes Beispiel sind dann diese Ansichten im Englischen Views. Das heißt also, ja, so eine Art temporäre Tabelle. Wir machen direkt das Beispiel. Also, der Aufbau ist relativ ähnlich zu den zum Erzeugen von Tabellen und den Select-Befehlen. Was mache ich? Ich möchte hier ein Create View, also erzeuge mir so eine Ansicht. Dann gebe ich den Namen an dieser View-Tabelle, S. Und dann kommt mein Select-Befehl, den ich jetzt schon vorbereitet habe, indem ich jetzt hier also zwei Tabellen joine, nämlich wieder meine Ländertabelle mit der Energiesystemtabelle. Wir können ja mal Folgendes machen, wir können ja mal diesen Select-Befehl alleine ausführen. Also das haben wir, Systemname, Landname, installierte Leistung, mal Nutzungsgrad, mal den 8760 Stunden durch 1000 als Ertrag in Terawattstunden. Und ich möchte auch noch die Levelized Cost of Electricity angeben. Ich verbinde beide Tabellen, Länder und Energiesysteme wieder, wie wir das schon kennen. Ich habe die Land-ID, die ich verknüpfe, und als zweites noch die Namen der Energiesysteme, die ich verknüpfe. Dann bekomme ich diesen Eintrag, also unsere Energiesysteme, PV und Wind Onshore, die Länder, der Ertrag schon berechnet und ich habe hier die Levelized Costs of Electricity. Und da erzeuge ich jetzt einen View. Das heißt, also was ich jetzt mache, ist, ich mache quasi stülpe über diesen Select-Befehl dieses Create View. Ich habe hier oben wieder noch dieses Drop View if exist, also wie wir das bei den Tabellen auch schon kennengelernt haben. Wenn so eine Ansicht, so ein View schon existiert, soll er den bitte löschen und überschreiben, damit wir da keine Probleme bekommen.
Wir führen diesen Befehl aus. Es passiert erstmal nichts, aber wir sehen hier auf der rechten Seite ist eine Ansicht entstanden, Ertrag mit 4 Spalten. Naja, und auf diese kann ich jetzt entsprechend zugreifen, weil das wie eine Tabelle funktioniert. Also Select Sternchen from Ertrag, ne, von der Tabelle oder von dem View Ertrag. Da sehe ich dann hier die Inhalte dieses Views. Damit kann ich also ganz normal arbeiten wie eine Tabelle und kann da entsprechend dann auch sagen, also er soll mir bitte dann nach dem Systemnamen sortieren und als zweites Kriterium dann nach dem Ertrag jeweils aufsteigend und absteigend. Das heißt, wir sortieren das um, sortieren erst nach dem Systemnamen und danach dann nach dem Ertrag von groß nach klein. Also mehr ist die Photovoltaik mit dem Ertrag und danach die Windenergie an Land und Shore jeweils sortiert auch nach dem Ertrag in Terawattstunden. Das heißt also mit diesen Views kann man auch sehr gut arbeiten, um temporär Daten zu speichern. Man sollte mal dran denken, dass man die dann am Ende seiner Operation auch wieder löscht, wenn man sie nicht weiter verarbeiten möchte. Und man kann dann diese komplizierten Datenabfragen mit dem Select zwischenspeichern, damit weiterarbeiten. Das braucht man dann noch bei manchen Anwendungen, weil man dann einfach mehrere Schritte, also die Abfrage mehrere Unterschritte untergliedern kann und dann auf diese Zwischenergebnisse zugreifen kann. Das ist also die Idee bei diesen Views.